Hi Leute, ich bin's mal wieder, euer Sanchez Free back in the Schwitzness. Sorry, dass die Tage nichts gekommen ist. Ich bin ein bisschen am Auschecken, wann ich jetzt nach Deutschland gehe. Einige von euch haben das schon mitgekriegt, dass ich dann demnächst vielleicht mal nach Deutschland gehe für ein paar Tage. Und darum ist bis jetzt nichts gekommen. Es könnte sein in der nächsten Zeit, dass so immer wieder 2, 3 Tage Pause wird sein, aber nie mehr als, sagen wir mal, 5 Tage kein Video oder so. Ich versuche da wirklich dran zu bleiben und euch zu unterhalten. Und ich denke mal, es geht mal los. Heute gibt es wieder mal eine creepy Story. Ne? Skyloop Records am Start und so weiter. Und ja, viel Spaß. Jetzt das Intro, please. Ne? Mario, spiel mal ein, bitte. Ich befinde mich in Gefangenschaft, seitdem ich denken kann. Natürlich habe ich auch Freigang, täglich sogar, aber ich werde dann meist in Ketten gelegt. Es ist kein schlechtes Leben, dennoch ein Leben in Gefangenschaft. Ich bezweifle, dass ein Leben in Freiheit ein besseres wäre. Manchmal sehe ich sie, diejenigen, die frei sind. Ihnen geht es nicht gut. Sie sind krank und abgemagert. Hier ist es warm und angenehm. Doch bin oft allein. Natürlich sind sie, meine Meister, da, aber wenn ich nur einmal einen Befehl nicht befolge, dann verschwindet das Lächeln und widersetzen kann ich mich auch nicht. Sie sind so viel stärker, haben die totale Kontrolle über mich. Doch will ich nicht zu schlecht über sie, meine Meister, reden. In dieser Geschichte geht es darum, dass ihr mir vielleicht sagt, um wen es da geht. Sagt mir, was ihr für eine Meinung habt. Ist das ein Mensch im Gefängnis? Ist das sonst irgendwas? Ich will da mal nicht zu viel verraten. Ich werde das im nächsten Video auflösen am Anfang. Um wen es da geht? Sagt mir eure Meinung in den Kommentaren. Lasst ein Like da, ein Abo, würde mich natürlich freuen. Ist aber wie immer euch überlassen, wie der liebe Hans-Rate so schön sagt. Und ja, peace out und bis zum nächsten Mal.